Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. In der Folge... Ist das, hätte ich nicht sagen sollen, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. Egal, ja. Und draußen sind ein paar Zombies. Ich muss hier weg, ich habe ein gebrochenes Bein. Auch blöd. Oh, den habe ich noch... hallo. Das ist ja mal... Gut, dass ich das noch gesehen habe. Glaube. Hoffentlich ist dir das auf den Kopf gefallen, du fieser Zombie. Hab ich noch irgendwie Frames? Dann kann ich mir hier noch so eine kleine Brücke bauen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Machen wir mal ein bisschen Wanderzirkus. Ja, geht ruhig alle da rein. Da könnt ihr reingehen, ja. Und oben könnt ihr wieder rauskommen. Ja, geht ruhig rein. Oh, würde ich keinen Zwang an. Gucken, dass ich hier runterkomme. So und tschüss. Muhaha. Ausgetrickst. Trick 17. Mann, da kam aber wieder eine ganze Horde. Mensch. Soll ich die denn alle umnieten? Gucken, ob ich schneller bin als der Zombie. Was ich mich ja frage, diese Heat... Das kann ich nicht mal aufheben. Die Heatmap, die erzeugt sich ja... Nein, die wird ja größer, wenn man Sachen verändert in der Welt. Die Frage ist nur... Wenn jetzt eine Zombie-Horde kommt und die Zombie-Horde in der Welt was verändert, zum Beispiel das Haus da hinten auseinander nimmt, sich dann die Heatmap dadurch auch vergrößert, weil im Grunde weiß ich nicht, ob das Programm dann erkennt, dass es nicht von einem Spieler, sondern von einem Zombie kaputt gemacht wurde. Frag mich, wo die Dings runtergekommen ist. Dings, verstehst du die Dings? Die Kiste. Mal wieder alles einsortieren hier. Ein bisschen was zu essen. Dann noch Scrap Metal. Und das natürlich auch. Oh, Essen wäre eine gute Idee.
Oh, sehr schön. Davon kann man nicht genug haben. So, ich hatte doch Munition, genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt bräuchte ich nur mal eine Sniper. Ja, irgendwo habe ich hier einen blöden Klaps. Ja, hier genau, da. So. Irgendwo hatte ich auch. Hatte ich hier irgendwo Feld da? Packe ich doch mal hier zu. Überlege gerade. Ich noch mehr Wasser? Nee. Mache ich mir erstmal noch ein paar Bolts. Restlichen Federn, die packe ich wieder weg. Das war doch irgendwo hier, hier irgendwo. Hier. So. Genau. Ja, die Frage ist jetzt, gehe ich jetzt weiter hier in der Stadt herum? Befürchte, hier ist nicht mehr so sonderlich viel. Obwohl, ich war jetzt hier hinten, war ich noch nicht großartig. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das Haus da noch vor, so sporadisch. Ich kann jetzt ja nicht jedes Haus hier durchgucken, also. Ich habe bekloppt. Ich habe 10 Folgen noch dabei. Aber mal wenigstens so das eine oder andere noch. Das hatte ich, ja. Glaube, das hatte ich auch. Jo. Das ist die Krankenschwester. Die auch. Oh, welches Haus habe ich mir markiert? Ich glaube das hier. Mal den hier kaputt machen. Kommen sie natürlich alle ums Haus hier rum. Ach, da kommen noch mehr. Scheiße. Das war jetzt nicht so geplant. Ach, noch mehr. Mann, jetzt muss ich da aufpassen. Wahrscheinlich noch von hinten. Oh jo. Ich gehe mal besser weg hier. Ja, okay, also da sind auf jeden Fall noch, also Zombies habe ich hier noch, noch. Ich glaube, da hinten ist ein Spider. Ne, ist kein Spider. Mann. Im Haus ist bestimmt auch noch was zu finden. Hier. Müsste ich mir aber mal ein paar neue Kisten machen. Weil laufe ich nicht immer bis zur anderen Seite der Stadt zurück. Oh, hallo. Schon vor wie bei der Müllabfuhr hier. Städtische Reinigung. Nur mal aufpassen, dass mich hier keiner von hinten erwischt.
Das wäre jetzt ein bisschen unlustig. Boah, Leute. Jetzt noch? Mal lieber in die Ducke, dann in die Hocke, dann kann ich hier was zielen besser. Boah. Das ist aber hier. Oh, jetzt ist gut, jetzt reicht's mir hier. Ah, er steht 3 Meter vor mir und ich treffe noch nicht mal. So. Nette Pose. Also 2 Schuss ist schon mal nicht schlecht, aber es kostet immer noch einiges an Munition. Von daher sollte ich ein bisschen sparsamer sein. Mal leck mich fett doch. Gibt's das hier? Da links ist noch ein Fetter. Dem Vetter sein Vetter. Und rechts versucht sich einer über den Berg zu schleichen. Und dann gleich von hinten. Drecksau. Ach, da ist auch noch einer. Scheiße. Und dann laufe ich gleich rückwärts in die Arme. So viele Schleicher noch. Hey, hallo, geht's euch noch gut? Tschüss. Jetzt einfach mal. Ich will jetzt einfach mal auf ignorieren. Mensch. Einer für die Statistik. So, was haben wir hier noch? Das ist ja irgendeiner ist hier drin. Hallo? Ich will nicht stören. Ja, bin schon wieder voll. Ich würde sagen, die Stadt ist nicht mehr so der Bringer hier. Verzieh mich erstmal. Jetzt habe ich natürlich kein Werkzeug gefunden hier in der Stadt. Natürlich blöd. Ich werde mir jetzt gleich mal ein bisschen Kram schnappen und dann werde ich mal zurück zu meiner Base. Danach würde ich sagen, suche ich mir mal eine neue Stadt aus oder ich gehe nochmal in die ins andere Biom, in den Wald, die Stadt. Da muss ich auch nochmal durch erkunden. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere Auto, wo ich was drin finden kann.
Kenne ich. Kenne ich, war ich mir auch sicher, dass ich das kenne, aber ich wollte nur mal sicher auf sicher sein. Ah, scheiße, ich habe gedacht, ich kann das Feuer noch vorher anzünden. Da läuft die Alte mir schon direkt ins Gesicht. Burn. Undetected, dann gehe ich doch mal ein bisschen schneller weg. Eine ist immer noch gebrochen. So, die Frage ist, was nehme ich alles mit? Weil ich habe ja nicht endlich Platz und ich muss jetzt gucken, für was ich mich jetzt hier entscheide. Der Rest muss erstmal hier bleiben. Auf jeden Fall nehme ich mit Brass. Brass nehme ich auf jeden Fall mit. Papier könnte ich erstmal hier lassen. Ist jetzt nicht so wichtig. Genauso wie Glas könnte ich auch erstmal hier lassen. Ja, Samen und sowas. Ist die Frage. Wie Munition. Munition brauche ich ja effektiv noch gar nicht, weil ich noch nichts damit anfangen kann. Bandagen auf jeden Fall. Essen. Essen ist auch so eine Sache. Lieber hier den und Cooking Pot nehme ich auf jeden Fall mit. Den brauche ich. Bisschen panisch gerade. So, okay, gucken wir mal von hier. Repair Tool ist auf jeden Fall zum Reparieren nicht schlecht, aber nicht so wichtig. Die Magnum-Teile sind an sich schon mal ganz gut, aber ohne das Buch nicht so wichtig. Warte mal, Magnum. Ja, kann ich noch nicht, also egal. Pistole, habe ich die Beste, die man sich basteln kann aus dem Zeug. Hunting Rifle benutze ich eh nie. Ed könnte ich mitnehmen. Rass nehme ich mit, wie gesagt. Scrap Iron nehme ich mit, auf jeden Fall. So, Lead. Könnte ich auch schon mal was mitnehmen. Das lasse ich hier, das lasse ich hier. Da könnte ich eigentlich auch Scrap Metal raus. Nee, lasse ich hier. Ich lasse es hier. So. Punkt. Taschenlampe. Das ist ja eigentlich nur Brennmaterial. Das lasse ich auch mal hier. Ich habe gleich lasse ich so viel hier, dass ich auch wieder was mitnehmen kann. Das ist gut. Dann entscheide ich mich für Fett und ein bisschen Fett lasse ich hier essen. So. Ja. Dann das nehme ich mit. Jetzt kann ich immer noch was mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht, was ich mitnehmen soll, ehrlich gesagt. Könnte natürlich die Federn schon mal mitnehmen. Bullet Casings, die kann ich mitnehmen, das ist gut.
Das nehme ich auch mit. Und das Öl zum Reparieren, genau, das ist auch wichtig. Dann nehme ich auch das Stoff mit und dann bin ich eh voll und dann gehen wir jetzt mal zurück zur Basis. Ich müsste mal gucken, ob ich jetzt vielleicht schon etwas bessere Sachen craften kann. Die vielleicht nicht mehr hier grau sind. Diese Qualitätsstufe, sondern eher eine Stufe besser. Das wäre natürlich schon mal ganz gut. Deswegen probiere ich das gleich mit der Steinaxt. Brauche ich eh eine neue. Halt die Klappe. Wow, noch eine. Oh Leute, jetzt können wir mich aber mal, ich gehe. Ja, Hirsch, kann ich den mitnehmen? So. Hirschi. Ist das Hirschi? Hallo? Da hinten hoppelt es weg. So. Schuss soll ja nicht umsonst gewesen sein hier. Jetzt müsste ich aber, glaube ich, nicht alles mitkriegen. Eigentlich nur das Fleisch und irgendwas. Fett kriegen wir immer wieder. Ich nehme mal lieber Knochen. Kann ich mir noch ein paar Bolzen rausmachen. Animalhide wäre jetzt natürlich auch ganz gut. Ja, passt nicht. Egal. Uhr. Muss jetzt auch mal langsam anfangen, schon mal meinen ersten Unterschlupf, mein Basisgebäude sozusagen zu errichten. Das einigermaßen, ja, sicher, in Anführungsstrichen ist. Dunkel die Tannen hier. Werfen wir auch einen ganz fiesen Schatten hier. So, Iron, was haben wir denn da? Im Grunde nix. Scrap Iron brauche ich für was anderes. Lass mal hier wieder Sachen loswerden. Tee ist auf jeden Fall gut. Tee ist sehr gut. Nehme ich mir. Eier sind auch gut. Kann ich wieder jede Menge Speck machen. So, hier oben habe ich noch gar nichts drin. Ich glaube, da mache ich doch mal die Getränke rein. Oder die Fertigprodukte. Ich habe hier unten jetzt im Grunde nichts Fertiges. Mache ich oben mal die Fertigprodukte rein. Und die Getränke. So, davon haben wir auch wieder was. Und alles da drauf.
Ja, jetzt ist die Frage. Ich probiere jetzt erstmal aus, ob ich was Besseres bauen kann. Dazu brauche ich erstmal Sticky. So, dann Achse. Fehlt mir Gras. Gras habe ich aber auch. Gras habe ich hier. So. Ah. Na da, ja, so, das ist schon, ne? Also, da würde ich doch mal sagen. Weg mit der Steinaxt. Verballer ich die aber mal. Das war's. Ne, Fire Axe brauche ich nicht neu. Das kommt wieder zurück. Kommando. Pickaxe. Die könnte ich schon eher neu gebrauchen. Besser. Ja, sehr schön. 115 ist jetzt nicht so top wie das. Aber naja, besser als die andere. Kann ich die gleich mal verbrauchen. Ja, fehlt nur noch eine Schaufel. Aber dafür reicht es jetzt nicht. Die Frage ist jetzt, ich brauche irgendeine Höhle am besten. Ich muss mir mal diese Höhle da angucken. Die andere war ja zu steil. Ich glaube, die hier vorne, die war auch noch okay. Die sind ja dran. Nehme ich die, aber ich brauche Licht. Also, Fett. Gut, dann kommt das erstmal alles raus. Tello kommt rein. Machen wir Tello. Nein, ich möchte das Tello nicht grillen. Oh, Level up. Weil ich das erlernt habe. Sehr schön. 28 Minuten. Ja, so viel habe ich jetzt nicht an Frames. Aber das kann ich ja noch schnell ändern. Machen wir einfach direkt mal ein paar. So, 4 Minuten habe ich schon. 24 durch 2, 11. Ich mache jetzt einfach erstmal 10. Dann sage ich doch 11. Ach so, scheiße, ich habe gar nicht auf Start gedrückt. Na komm, dann für extra Dummheit gibt es ein extra Frame. So, und dann brauche ich Plant Fibers, glaube ich. Gucken wir mal. Nee, das war mit Candle. Auch noch Stickies. Und Stoff. Ich könnte das wenigstens schon mal erlernen. Das ist. Gibt ja auch XP. So. Finde ich wenigstens nachts zurück. Ja. Federn. Ich hier keine Federn? Ich mal Federn mitnehmen sollen, oder? Schlau gewesen. So, okay, Torch. Da ist die Torch. Das. Sticky. Hello. Und Craft. Gut. Was fehlt? Stickies. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal unsere neuen Bäume hier.
ein bisschen weiter weg damit. Fehlt noch Stoff. Ah, ja. Weiß ich auch, warum ich vorhin die machen konnte und dann auf einmal nicht oder vorher nicht und dann auf einmal doch. Wegen des Stoffes. So, jetzt brauche ich aber wieder Tallow. Mann, ist das ein Hin und Her. 16 Fackeln, das reicht erstmal ein bisschen, würde ich sagen. Frames habe ich auch genug. Gut. Jetzt würde ich sagen, nehme ich den noch auseinander für den Bullet-Tip. Deswegen habe ich den nämlich mitgenommen. Den Rest packe ich erstmal hier rein. So. Rechts die fertigen Sachen. Bullet Casing hatte ich doch auch schon. Ja? Nee. Auch da. Gut, jetzt würde ich sagen, ich brauche erstmal vernünftig Menge an Eisen und sonstiges Zeugs. Deswegen gucke ich jetzt mal drüben bei der Höhle. Aber ich sehe gerade auch, wir sind am Ende einer Folge. Wenn ihr also sehen wollt, was Spannendes in der Höhle zu finden ist, dann schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt 7 Days to Die mit Devidian im Insane-Modus. Bis dahin, tschüss.